Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Nacht ist vergangen. Der Ostermorgen ist angebrochen. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott des Lebens, du hast den Tod besiegt und uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet. Wir feiern das Fest deiner Auferstehung und bitten dich, lass deine Osterbotschaft in uns wirken, damit auch wir auferstehen zu neuem Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Thank you.
Wie vom Donner gerührt, bleibe ich stehen. Ich wollte im Gemeindehaus nur kurz nach dem Rechten sehen, jetzt, wo es keiner mehr nutzt. Ich hätte es fast nicht gesehen. Mechanisch bin ich, wie immer, an der riesigen Pflanze vorbeigegangen, die mit ihren langen, stachligen Tentakeln in ihrer riesigen und sauschweren Tonschale zwischen den beiden Toiletten immer im Weg steht. Und jetzt herrlich, kräftig rote Blüten. Fast ein kleines Wunder. Ausgerechnet jetzt. Wenn ich nicht zufällig an ihr vorbeigegangen wäre, hätte es vermutlich überhaupt niemand mitbekommen. Sie hätte wunderschön geblüht und keiner hätte es gemerkt. Vielleicht hätte ich in einigen Wochen noch ein paar vertrocknete Blüten am Boden gefunden. Und dann wäre ich sehr enttäuscht gewesen. Fast hätte das größte Wunder unseres Lebens, dass Jesus von den Toten aufersteht, auch keiner mitbekommen. Die Frauen finden den Stein vor dem Höhlengrab weggewälzt, das Grab ist leer. Dann erscheint Jesus ein paar seiner Freunden. Engel verkünden es. Und aus einer leisen Ahnung wird fester Glaube. Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt. Für uns alle. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie könnt ihr dann sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten, schreibt Paulus seiner Gemeinde in Korinth. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre euer ganzer Glauben völlig umsonst. Paulus hat genug von Sätzen wie, das ist wissenschaftlich nicht möglich, das ist gegen jeden Menschenverstand, gegen jede Erfahrung. Unsere Botschaft muss doch realistisch sein. Paulus sagt klar und deutlich, Leute, Jesus war mehr als ein netter Mensch, der schöne Worte gesprochen hat und Menschen gesund gemacht hat. Jesus war Gott selbst und Gott selbst ist gestorben und von den Toten zurückgekehrt. Gott hat den Tod besiegt. Das ist die Botschaft des Christentums. Mit Gott werden wir ewig leben. Der Tod ist nicht das Ende. Schon die Gemeinde in Korinth hatte Probleme, das zu glauben. War ja schließlich keiner dabei, als Jesus auferstanden ist. Und wir? Was würde Paulus uns heute schreiben? Auch für uns ist die Auferstehung von Jesus eher wie ein paar vertrocknete Blüten unter einer einsamen Gemeindehauspflanze. Wir waren nicht dabei und wir sind es gewohnt, auf Fakten zu schauen, anstatt einfach etwas, das nicht bewiesen werden kann, zu glauben. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre euer ganzer Glaube völlig umsonst, schreibt Paulus. Und er meint, wenn ihr wirklich daran glaubt, dass Jesus auferstanden ist, dass auch ihr auferstehen werdet. Das muss doch in eurem Leben einen Unterschied machen. Das ändert doch alles. Warum habt ihr da noch Angst vor dem Tod? Warum zweifelt ihr und zögert ihr? Warum lebt ihr nicht? Warum seid ihr nicht frei? Und ich würde antworten, ja, Paulus, du hast ja recht, aber... Ja, aber. So ist unser Glaube meistens. Ja, ich verstehe die frohe Botschaft. Ja, ich glaube an Gottes Erlösung. Aber. Aber ich habe trotzdem Angst davor, dass ein Mensch, den ich liebe, sterben könnte. Aber ich habe trotzdem Angst davor, dass ich nicht gut genug bin. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, für Gott etwas leisten zu müssen. Ja, aber. So sind wir Menschen. Es fällt uns richtig schwer, uns ohne Zweifel ganz und gar auf etwas einzulassen. Die Osterbotschaft ganz in uns aufnehmen und einfach frei sein.
Das können wir irgendwie nicht. Dabei wäre es so einfach. Wir dürfen diesem Ja, aber in unserem Leben nicht zu viel Raum geben. Wenn man nämlich nicht immer das Haar in der Suppe sucht, sondern einfach mal auf das Gute schaut, wird man überrascht sein, was man alles sieht. Zum Beispiel ganz viele Menschen, die bereits wieder gesund geworden sind. Eine riesige Hilfsbereitschaft an allen Orten. Einkaufen, Spargel stechen, Masken nähen, spenden. Senioren, die ganz oft angerufen werden. Und blühende Pflanzen, wo man sie nicht erwartet. Ich weiß, unser Leben kann manchmal ganz schön schwer sein. Manchmal sind unsere Probleme größer als unsere Osterfreude. Aber auch das ist in Ordnung. Das ist ja das Tolle an der Botschaft von Ostern. Ostern geschieht einfach, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Wie eine einsame Pflanze im Gemeindehaus, die ganz alleine blüht. Ostern geschieht. Und das ändert doch etwas in unserem Leben. Paulus schreibt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre euer ganzer Glaube völlig umsonst. Recht hat er. Und wenn ich mich in Zukunft wieder mal ärgere, dass der grüne Tentakelstrauch im Gemeindehaus im Weg steht, werde ich gleichzeitig auch immer denken, aber er blüht wunderschön. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Dich, Gott, bitten wir an diesem Ostertag, an dem die Nachricht von deiner Auferstehung uns erreicht, für alle, die der Tod eines Menschen traurig macht. Lass sie verstehen, der Tod ist besiegt. Für alle, die in den letzten Atemzügen liegen und sterben. Lass sie erfahren, der Tod ist besiegt. Für alle Kranken, lass sie deine Kraft spüren. Der Tod ist besiegt. Dich, Gott, bitten wir für alle, die in Angst oder Zweifel gefangen sind, die ihre Hoffnungen begraben haben, dass ihnen der lebendige Christus begegnet und sie erkennen, der Tod ist besiegt. Dich, Gott, bitten wir für uns selbst und für alle Christen auf der ganzen Welt, dass auch wir die Osterbotschaft erleben, spüren und weitertragen, dass andere erfahren, dass du die Welt und unser Leben heute veränderst. Der Tod ist besiegt. Und wir beten weiter mit den Worten, die du selbst uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diese neue Woche, in diesen Ostermorgen unter dem Segen unseres guten Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.